Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Games. So, heute geht's in Frankfurt, Leute. Na, werden wir mal sehen, wie es heute gegen die Frankfurter abgeht, Leute. Ruhe, wir müssen einfach unser Spiel, wie gesagt, wir müssen unser Spiel finden, Leute. Wir müssen einfach unser Spiel bisschen. Wir müssen uns jetzt finden, Leute. Lang 3 Spieltage sind rum. Müssen wir mal langsam finden, Leute. Und wir müssen ruhig. Ja. Wir müssen gucken, wie wir ruhig die Spiele durchziehen können. Das ist unser Ziel. So wie gegen letzte Spiel gegen Neuseeland. So, wenn wir so es hinkriechen könnten, so zu spielen, ruhig. Dann hätten wir, wenn wir so es hinkriegen könnten gegen. Dann hätten wir, dann könnte man es wirklich hinkriegen, wie die Mannschaft mal ein bisschen. Boah, zumindest haben wir es jetzt gepackt, Leute. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass wir die Dinge haben. Und jetzt müssen wir halt eins gucken. Na, wie man es. Wie man es mit der Nationalmannschaft sieht es jetzt aus, dass wir uns gefunden haben. Jetzt müssen wir uns mit dem FC Bayern finden, Leute. Jetzt müssen wir FC Bayern uns finden, ein bisschen, Leute. Leute, jetzt, wie gesagt, tun wir mal einmal, machen wir raus, dafür nehmen wir das K. Wingern. Der Licht kriegt heute eine Meccano. Dann die Sache, kriegt Müller, kommt raus, dafür nehme ihn mit. Und dann, schade würde ich sagen, für ihn mit. Außer dafür nehme mit. Und ich würde fast sagen, nehme mit für. Und so, und der Licht, Matip geht, nehme den mit. So, und jetzt passt das und jetzt gucken wir, müssen wir halt mal gucken, wie wir es hinkriegen, die Mannschaft. Müssen wir versuchen, es zu schaffen, Leute. Ruhig spielen, sachlich spielen, Leute, ruhig. Es ruhig angehen, Leute. Und mal gucken. Am Ende, aber einfach nur gut, wenn wir einfach in der KI. Ach, auf der Konsole, Leute. Was machen kann, dass man nicht immer, dass man vielleicht auch Ding machen kann, dass man selbst in der kann, ob man wie im PC, dass man da ach, die Sperre, dass man Ding nicht rausgeschmissen wird, Leute. Das wäre manchmal echt cool, wenn das auch funktionieren würde. Hier in dem auf den Karrieremode für den PC, für die Konsole, ehrlich gesagt. Manchmal wäre es. Manchmal wäre es echt nicht schlecht, danach auf die, in die Karrieremodus, dass man selbst entscheiden kann, ob man mit Entlassung spielen will oder ohne Entlassung, ehrlich gesagt. Das wäre. Es wäre manchmal echt cool, wenn das funktioniert, wenn es gehen würde, ehrlich gesagt, Leute. Wenn es wirklich funktioniert, ach so gehen würde, Leute, ehrlich. Ehrlich gesagt, es wäre auch cool, dass man doch nicht immer die. Die Kontrolle im Fahrzeug wieder in Verkehr.
Es wäre manchmal echt cool, wenn man das für auch so funktionieren würde, Leute. Ehrlich gesagt, wäre manchmal auch cool, wenn man es so machen könnte, Leute. Wenn das auch funktionieren würde, dass man sagen kann, man tut sie einfach den Entlassungs. Das wäre manchmal eine Sache cool, wenn man. Wenn das auch machen. Wäre ja nur eine Einstellung, Leute, ohne Entlassung spielen können. Okay, wäre der Reiz weg, Leute. Wäre ein bisschen der Reiz weg, dass man halt immer aber. Manchmal ist es halt wirklich nervig. Das wäre vielleicht beim nächsten EFC-Spiel vielleicht eine Option eigentlich, dass man das mal nein, man könnte man was einfach die Entlassung einfach deaktiviert wird einfach. Dass einfach die deakt dass sie einfach deaktivieren könntest, die Entlassung. Es wäre manchmal echt cool, wenn das funktionieren würde, dass man die Entlassungen deaktivieren können, dass man. Junge, ich mach bald die Elfmeter raus, die Handelfmeter. Manchmal bin ich. Junge, manchmal du nervt die Handelfmeter sind Herrn cool, Leute, aber manchmal sind die so nervig, die Handelfmeter, ehrlich gesagt. Manchmal sind die Handelfmeter echt nervig. Ehrlich gesagt, manchmal muss man schon sagen, sind die Handelfmeter manchmal so nervig geworden, Leute. Aber manchmal machen sie Spaß, wenn man selber einen Handelfmeter bekommt. Aber wenn man gegen einen Handelfmeter bekommt. Eigene Handelfmeter bekommt, Leute. Wenn man selber einen Handelfmeter bekommt, ist es schon bitter, aber für sich ist es cool. Ah, schade. Ich hätte warten müssen. Ah, ich hätte lieber warten sollen, nicht zu früh auf Kane. Aber.
Ja, manchmal ist echt ein bisschen, dann denkt man, ja. Ich hoffe, dass man es nächstes Jahr dann auch machen kann. Dass man sein den Ding ändern kann, Leute. So, sozusagen, dass man die Entlassung deaktivieren kann. Weil du kannst ja bei den Einstellungen so viel Sachen. Du kannst ja bei den Einstellungen so viele Sachen machen. So, sozusagen, du kannst so viele Sachen. Ein paar Sachen in den Karrieremodus wurde einstellen. Warum können. Warum machen die nicht einfach, dass man Ding machen kann? Hä, warum haben. Ich kon warum konnte ich nicht weit? Ich hab doch. Echt, das muss ich. Nicht okay, Idee war, Kane war nicht schlecht, Leute, mit Kane, aber. Ja, es war nicht schlecht, aber naja, nicht gut, noch nicht. Ah, Kane ist zurzeit noch nicht so im Spiel, wie man wollte heute. Was 1-1-0. Kane 2-0. Na, jetzt hat sich Kane ein bisschen durchgesetzt. 2-0. Das Tor war jetzt wichtig, das zweite Tor zu machen, Leute. Jetzt werden wir lang bald ein bisschen wechseln, Leute. Wir machen ein paar Wechseleinheiten. Boah, Kingsley, komm, oh, macht jetzt das 2-3, das 3-0, Leute. Junge, was ist heute, was ist mit der Mannschaft heute gerade los? Die haben hier jetzt einen kleinen Groove, Leute. Gnabry für Kane. Können wir machen. Junge, ich glaube, wir müssen schon. Ich glaube, bis jetzt war knapp. Mit Gnabry sagen wir so. Müller wird wahrscheinlich. Wie gesagt, Neuer wird ein DFB-Pokal. Bei Müller wird es ein bisschen schwer. Müller wird es schwer haben, glaube ich, in die Mannschaft. Das nächste Spiel wird ein hartes Spiel, Leute.
Okay, das erste Champions League-Spiel wird danach kommen, Leute. So, Leute, jetzt nehmen wir aber den nächsten Wechsel. Ich würde sagen, Sané kriegt eine Pause und Kingsley Coman kriegt eine Pause. Und die anderen gucken wir, und dann gucken wir noch, ob noch irgendwas ist und wenn nicht. Und dann schauen wir einfach, weil noch was passiert, Leute. Ja, und dann gucken wir einfach, was mit den beiden passiert. Aber das ist halt alles Ding. Ja, du wollt mal durchstecken, Leute. Ach, schade. Boah, ich wollte auf Ding spielen, auf Musiala. Hätte ich vielleicht eine Flanke machen müssen, dann ja, eine Flanke, auf Heber oder ja, genau hochgespielt, dann hätten wir. Boah, Dortmund führt gegen Gladbach, okay. Eckball. Ah, sieht gut aus, Mann. Ah, schade. Da war ein bisschen die Idee besser wie Durchführung. Ah, schade. Also war halt die Seite zu frei, Leute. War die Seite frei, Leute. Da war die eine Seite zu frei. Ah, und Davies, ah, Davies hat nicht mitgedacht, Leute. Da hat Davies nicht mitgedacht, ehrlich. Da hat Davies nicht mitgedacht, Leute. Da hat Davis nicht mitgedacht, leider. So, jetzt gehen wir ein bisschen ausgeglichener, gehen wir ein bisschen runter, Leute. So, jetzt gehen wir ein bisschen ausgeglichener, dass man ein bisschen. Boah, Mann.
Ruhig, Leute. Ah, die Dinger. Ruhig bleibe, Sarudin. Ja, jetzt dir das Spiel durchzuhalten. Jetzt ruhig das Spiel jetzt. Gleich, es wird irgendwann die wahrscheinlich sehen gleich. Ja, erster Sieg, Leute. Wir haben unseren Fluch geschafft, Leute. Der Fluch ist besiegt, Leute. Wir haben den Fluch besiegt, Leute. Boah, wir haben den Fluch besiegt, Leute. Wir haben den Fluch besiegt. Boah, dieser Sieg war wichtig. Boah, wir haben den Sieg. Wir haben den Fluch gepackt, Leute. Nach drei nicht guten Spielen endlich gewonnen. Boah, Junge. Jetzt. Jetzt. Genau, und man weiß nicht, wie es gegen Frankfurt in. Warum das zweite Spiel? Ich verstehe es halt. Das ist ja immer komisch. Jetzt merken wir, wir müssen immer die Moral hochpushen, Leute. Wir brauchen eine starke Moral, Leute. Das ist immer wichtig, Moral. Mir war. Wir müssen die Teammoral hochhalten, Leute, weil die ist immer wichtig, Leute. Teammoral ist wichtig. Danke, dass Sie bei uns waren. Oh, und das zumindest haben wir gewonnen. Es war wichtig, die 3 Punkte waren erstmal erleichtert. Und jetzt ist halt Champions League Zeit, Leute. Jetzt kommt halt die Champions League, Leute. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Champions League weitergeht. Ja, so, jetzt gehen wir mal. Gucken wir mal. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Madrid spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.